drehen wir das Ganze nochmal um. Dann sollte es aber passen. So. Jetzt müsste es passen. Eieieiei. Haben wir uns den Dampfer kaputt gemacht? Ist ja Wahnsinn. So, aber jetzt geben wir Gas. Jetzt geht's wieder Geld verdienen. Ich weiß ganz genau, die haben die Tore extra nicht so weit aufgemacht. Weil die mir jetzt gleich hier so einen dicken Kahn entgegenschicken. Na, aber so wie es aussieht, haben wir Glück. So nach dem Motto, ach komm, der hat schon das Schiff eh schon kaputt gemacht. Dann wollen wir ihm das jetzt nochmal gönnen hier. Dass er auch mal so rauskommt. Mann. Aber 0% Schaden, das ist aber auch okay. Schiffsschaden 0%. Also kaputt gemacht haben wir nichts. Das heißt, unser Angesehen, unserem Ruf tut das zum Glück nichts. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Neue Firmenverträge, bla bla bla. Oh! Riff voraus! Das ist sonst nie da. Ausgerechnet, jetzt taucht es auf. Komm, das umfahren wir mal. So. Der fährt immer da lang. Ausgerechnet, jetzt ist da ein Riff aufgetaucht. Das hat sich mal eben dahin geschmuggelt. Kennt ihr ja die Wanderriffe? Genau wie mit den schwimmenden Inseln, die man so aus den Märchen kennt. Oder aus den alten, was weiß ich, hier Sindbad-Filmen. La, 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 la. So, hier waren wir ja schon mal. Hier ist das, glaube ich, da hinten in die Ecke, ne? Müsste ich mal rauszoomen. Ja, genau da. Wo das Anlegen eigentlich kein Problem sein sollte. Außer man macht es zu schnell. So wie es bei mir fast aussieht gerade. Na, ich glaube, ich bin noch nicht weit genug drin. Na, vielleicht langt es ja. Probieren wir es mal aus. Nein, er möchte, dass unser Popo noch weiter rumkommt. Und wir jetzt natürlich ein bisschen rückwärts fahren. Und anhalten. So. Zack, drin sind wir. Und wir haben 1,6 Millionen wieder verdient. Juhu. So, wie reich sind wir denn? Und wir haben dir unsere Aufträge geschafft. Ja, genau. Die ganzen Aufträge sollen ja schon einiges an Geld eingebracht haben. Arbeiten Sie weiter auf ein zweites Schiff hin, um Ihre Einnahmen zu vervielfachen. Momentan verkaufen uns alle Werften eh nur weitere Feder. Aber es gibt erheblich bessere als den, den Sie momentan haben. Ja, okay. Durch Ihren Ruf und die vielen Aufträge, die Sie bis hierhin abgeliefert haben, hat die Bank Ihnen jetzt auch einen ersten Langzeitkredit gewährt. Ja, wunderbar! Sie können sich also überlegen, ob Sie das zweite Schiff finanzieren oder aus eigener Kraft erwerben wollen. Achten Sie nur darauf, dass die Kreditraten Ihnen nicht über den Kopf wachsen. Wenn Sie möchten, kläre ich direkt die Grundzüge der Kredite. Ich denke, das sparen wir uns. Wie ein Kredit funktioniert, sollte ich so im Groben wissen. So, wir tanken erstmal den Kahn hier voll. Wir haben jetzt 12 Millionen. Den tanken wir einmal voll. So, dann bin ich jetzt neugierig und schauen wir mal an, ob und wie, was kann uns die Bank denn anbieten? Kredite. Ah, da können wir selber was eintragen. Auch nicht schlecht. Langzeitkredit. Achso, monatliche Rate. Aha. Der Kredit ist ja sehr günstig hier. Kostet 0 Euro bei 36 Monaten.
Da müssen wir wahrscheinlich erstmal hier einen Betrag eintragen und da müssen wir erst natürlich erstmal gucken, was wir überhaupt an Schiffen haben wollen. So. 270 ist mir zu wenig. 22.000 ist mir zu teuer. Mist. Ach Mensch. Zumal wir den 10 aus. Das ist auch billiger geworden, ne? Aber der ist auch schlechter im Zustand. Den könnten wir uns natürlich aus eigener Kraft leisten. Bräuchten dafür keinen Kredit. Aber der ist ein bisschen schwach auf der Brust, was die maximale Ladung angeht. 270 ist zwar natürlich besser wie unserer. Ah, nee, komm, dann warten wir noch eben schnell. Wollen wir es nicht übertreiben. So, was ist denn hier? Flotte auf zwei Feder aufstocken. Aha. Und das, ja. Gut, dann schauen wir erstmal, was wir noch an Fracht haben. Auftragsliste. Raubkopien nach Türkei. Das hat das letzte Mal ganz gut funktioniert. Ist mir aber jetzt zu wenig. Schauen wir mal weiter. Hier, fragwürdige Ware. Nach Happy Life. Aha. Nach Dublin. Für 2,3 Millionen. Alter, Dene. 2,1 Millionen. Ja, super. Wieder legale... Mann, was haben die hier? Haben die auch mal normale Fracht? Die Verbrecher hier. Mann. Nach Stockholm. Fragwürdige Ware. Ach Mann, Hamburg hätten wir. Legal. Komm, nehmen wir Hamburg legal. Dann sind wir auch schon voll, oder? Nee. Bisschen was könnten wir noch mitnehmen. Nach Algier. Algier. Na, da könnten wir mal probieren, ob die eventuell... Algier ist ja auch so ein Verbrecherland, oder? Ja, ich will jetzt... Na, Entschuldigung, ich will jetzt hier keinen diskriminieren. Verzeiht mir, aber... ich glaube... Bei denen ist der Zoll hoffentlich auch nicht so streng. Ich bin jetzt... Dass ich weiß, es geht irgendwann hier, ne? Wenn man Geld in den Augen... Dollarzeichen in den Augen hat, dann... ist dann irgendwann der Verstand ausgeschaltet. Und ich weiß genau, ich werde irgendwann teuer dafür bezahlen. Na gut. Dann müssen wir erstmal nach Algier und wir legen ab. Mann. Dumm. So, wir müssen rückwärts ablegen. Wie gehabt. So. Lassen wir einfach laufen. Ja, entschuldigt, weil ich ein bisschen müde wirke. So. Gib Gas, mein Freund, gib Gas. So, ich hätte aber schon ganz gerne so langsam das zweite Schiff. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir erstmal heile in Algier ankommen mit unserer legalen Software, die wir wieder an Bord haben. Warum müsste rein theoretisch genau die gleiche Zeit sein, außer ich habe zu spät angefangen hier. Nee. Da doch. Eine Sekunde zu spät Gas gegeben. So, unser Ansehen steigt. Und jetzt bin ich mal gespannt hier. Komm, gib mal Gas. Neue Werft, neue Schiffe. Das ist das, was ich erst in mir wollte. Oh, es sieht so aus, als dürften wir anlegen. Es wird funktioniert. Manuell. Tipp, ab dem Post-Mantex-Schiffen gibt es Querstrahlruder und Bugstrahlruder und Heck und beides und überhaupt. So, wo war denn hier der Anleger? Ach, da in der Ecke drin, ne? Ah, ja, ich weiß. Wo der Dicke? Oh, hier liegt mal diesmal ein anderes Schiff. Mal nicht der Dicke, aber der ist bestimmt auch noch da.
Ach nee, das ist ja ganz anders. Ja, okay. Muss ich ein bisschen umdenken und mal ein bisschen Gas nehmen. So. Ja, das sieht auch interessant aus, der Kahn da. Oh, 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 oh. Mal ein bisschen Gas rausnehmen. Mal ein bisschen rückwärts fahren. Und wieder Gas rausnehmen. Und gegenlenken. Und dann sollte es funktionieren. So. So, gib Gas. Rein in die Lücke. Mut zur Lücke. So. Zack, drin sind wir. Tada! Wir haben es geschafft. Und wir haben ein bisschen Geld. Gut. So, das hat funktioniert. Wir haben schon bei 12,9 Millionen. So, haben wir noch was in der Auftragsliste, was uns interessiert? Nach Hamburg, haben wir da vielleicht was? Nein, wir hätten was. Nein, da will ich jetzt keinen Zwischenstopp machen. Dann fahren wir einfach weiter nach Hamburg. So, ich bin aber nochmal gespannt. Dann. Ach, schon wieder. Oh, der ist aber fast heile diesmal. Und was haben wir da? Oh, der sieht doch gut aus. Ein Gaskrusseler. Fiederschiffe. Gas. Das heißt, er transportiert Gas. 12,8 Millionen. Ne, könnten wir uns leisten. Der fährt auch relativ schnell. Fieder ist... Wieso heißt der Gas? Der wird da wohl kaum Gas transportieren. Komm, den gönnen wir uns jetzt mal. Das Geld haben wir. Den kaufen wir. Zack. Ja, möchte ich kaufen. Und wie nennen wir den? Wir haben jetzt Alphatross. Das ist jetzt Beta-Tross. Alphatross und Beta-Tross. Schiff kaufen. Jawohl. Noch mehr angewinnen sie. Firmenverträge erfüllen. Ja. So, zahlreiche Vereinbarungen der Firma. Das schauen wir uns alles später mal an. Die lukrativen Zusatzaufträge von anderen Firmen zu finden, damit wir trotzdem garantieren. Ja. Wir sollten aber trotzdem oberste Priorität haben. Die Konferenz sinkt. Weiter. Die Firmenverträge erreichen sie über neue Menü unten. Ja. Währenddessen sollten sie Kapital kümmern. Liquide sind sie erst, wenn sie 10 Millionen auf dem Konto haben. Das ist dann der nächste Rang. Na gut. So, Kontostand auf 10 Millionen. Und den nächsten Rang. Verfrachter erreichen. Ah, okay. So, wir haben jetzt einen neuen Dampfer. Den schauen wir uns gleich an. Während wir aber erstmal mit dem hier ablegen. Zack, und zwar nach Hamburg. Dann haben wir in Hamburg zwei Schiffe. So, den legen wir diesmal mit Schlepperhilfe ab, glaube ich. Komm, die 100... Ne, die gönnen wir uns nicht. Haha, die haben wir nämlich nicht. Das heißt, wir fahren manuell. Und dann gucken wir uns den neuen Dampfer an. Was der so kann. Ich hoffe, der heißt nur Gas. Und ich hoffe, das heißt nicht, dass er nur Gas verfrachtet. Das wäre nämlich schon... Der will jetzt hoffentlich nicht da ablegen vor mir. So, klemme ich mich mal vor ihn. Ah, das ist Augenmaß. Augenmaß. Andere würden sagen Glück, aber ich sag, das ist Augenmaß. Volle Kanne voraus. Ich will nach Hamburg mit den anderen Dampfer angucken. Juhu! Den wir uns da gekauft haben. Aber der war ja komplett heile, wenn ich mich richtig irre. Ne? Wenn ich mich nicht richtig irre. Das ist, glaube ich, ein gutes Schnäppchen gewesen, den zu holen. Ja. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum.
So, der tuckert jetzt gemütlich nach Hamburg, während wir in Hamburg... Jawohl. Während wir uns in Hamburg mal unseren neuen Dampfer angucken, da ist er.